Hallo, ich habe im Moment Notfalldienst und ich bin gestern Abend angerufen worden, ob ich nicht zur LVR-Klinik kommen könnte. Jemand hätte gerne einen Rosenkranz. Das kommt in der Tat gar nicht so oft vor, dass wir gerufen werden, für einen Rosenkranz zu bringen. Ich habe zufälligerweise noch einen da gehabt und war jetzt gerade bei dem Patienten in der Klinik. Das war ein junger Mann. Ich habe zuerst gedacht, dass es mir begegnet bestimmt ein älterer, der so über 70 ist und so in dieser Tradition des Rosenkranz steht. Aber es steht ein junger Mann vor mir, der das Bedürfnis hatte, einen Rosenkranz zu haben für sein persönliches Gebet. Und dann habe ich jetzt eben so gedacht, ist das nicht toll, dass so ein Gebet einfach über alle Grenzen hinweg möglich ist. Das ist vollkommen egal, aus welchem Land man kommt, aus welcher Kultur man kommt, dass es irgendetwas gibt, was so beständig ist. Ich habe letztens eine Erstkommuniongruppe gehabt, da haben wir auch über das Beten gesprochen. Und dann haben die Kinder irgendwann gesagt, ja, wir glauben auch alle an Gott und wir haben auch Gebete gesprochen. Und irgendwann hieß es, sagen Sie mal, Frau Schöllmann, wie macht Gott das eigentlich? Weil wir sind ja so viele Menschen, wie schafft er das eigentlich, an allen Orten gleichzeitig zu sein und alle Gebete zu hören? Und dann haben wir ein bisschen überlegt. Und dann haben wir auch sind wir alle ganz still geworden. Und dann haben wir so gedacht, wenn ich bete, dann ist wirklich Gott da. Und das haben wir auch alle geglaubt. Und das glauben wir auch. Erklären den Kindern kann ich das nicht, wie Gott das möglich macht. Wie das geht auf der ganzen Welt. Aber ich glaube tatsächlich, dass egal, ob wir zusammen in der Kirche sitzen, ob wir alleine sind, ob wir in einer Klinik sind, dass das wirklich ist, dass Gott das möglich machen kann, dass der mein persönliches Gebet jetzt hören kann. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was der junge Mann heute vielleicht auf seinem Zimmer mit seinem Rosenkranz vielleicht auch genau so glaubt, dass es für Gott möglich ist. Ich traue meinem Gott zu, dass er mein Gebet hört. Bleiben Sie gesund.